Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 aus der 100 Baby Challenge. Da haben wir den nächsten Schreihals. Füttern, stillen. So, genau. Nee, stillen solltest du sie. Jetzt. So, dann kannst du dich danach wieder schlafen legen. Hoffe ich doch. Und wir können gucken, dass hier unsere, die zwei, ja, diese werden dann schön ausgeschlafen sein. Er kann nachher noch essen, duschen und aufs Klo. Hausaufgaben haben ja beide abgeschlossen und Zusatzaufgaben. Ja, hätten sie machen können. Gucken wir mal, dass es so geht. Zur Not sind sie noch einen Tag länger da. Was hast du jetzt vor? Nochmal ein bisschen schaukeln, wiegen. Ja, die müssten jetzt auch älter werden, die zwei, bei Zeiten. Das ist ein bisschen eklig. Ich glaube, das müssen wir noch sauber machen. Zeitnah, aber jetzt soll sie erstmal schlafen. Und dann gucken wir, dass er nachher noch was isst. Aber er muss halt auch gut ausgeschlafen sein. So, steh du auf. Du auch. Du müsstest duschen. Kannst dann aufs Klo gehen. Er ist wütend. Wegen hitzköpfig. Meine Güte. Mehr Auswahl. Weil du kannst dann hier noch sich versuchen zu beruhigen. Und dann mehr Auswahl ein Gericht nehmen. Du kannst auch aufstehen, meine Liebe. Du kannst jetzt schon mal ein Gericht nehmen. Da sind noch zwei von übrig. Ne, 10 sogar. So. Dann brauchst du noch Spaß. Das heißt, du kannst dann nachher noch hier Big Block spielen. So, dir geht's wieder gut? Sehr gut. Nee, nee, nicht Käse, Pizza. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Ja, muss in einer Stunde in der Schule sein. Wer hat das jetzt hier nicht fertig gegessen? Zweifelsfall du, ne? Numa. So, isst du mal auf. Dass du noch ein bisschen Spaß kriegst. Ja, vielleicht sollten wir das lieber hier mitmachen. So. Du brauchst Spaß, unbedingt. Er müsste noch aufs Klo vielleicht. So. Kümmer du dich mal ums Kind. Da hat jemand Hunger. Vermute ich mal. So. Jawohl, du kriegst Spaß. Sehr gut. Satt bist du. Das heißt, du kannst jetzt dann auch zur Schule gehen. Alle Schüler alleine wegschicken. So, auf geht's, meine Lieben. Karl Wolfgang ist zur Schule, Carla. So, fleißig lernen. Fleißig lernen. Vielleicht haben wir ja Glück. Und sie kriegen die 1, aber ich fürchte, das wird erst morgen, was? Oh.
Hier gilt es noch, eine Windel zu wechseln, meine Liebe. Da gilt es noch, eine Windel zu wechseln. So, wie geht's denn euch beiden? Ihr müsst, glaube ich, beide aufs Töpfchen, oder? Oder habt ihr schon die Windel benutzt? So sieht's fast aus. Geht trotzdem mal. Geht trotzdem mal. Ja, okay, danke. Was machst du denn? Du sollst den nicht absetzen. Lass das Kind in Ruhe. Geh zu dem anderen. Lass das Kind. Du blöde Funz, du. Setz das Kind ab. Das sollte aus Töpfchen. Von ganz alleine, by the way. So. Du dummes Strunz, dumme Funz. Lass das Kind. Meine Herren, das kann doch nicht so schwer sein. Das Kind kann völlig alleine aus Töpfchen gehen. Du gehst auf das Blaue, dann kannst du auf das da. Da brauchst du keine andere Person für. Level 4 der Bewegungsfähigkeit erreicht. Sehr gut. Lass das Kind in Ruhe. Leg dich hin. Dann stellst du schon keinen Unfug an. So, wie sieht's bei euch denn aus? Ah, steigt. Steigt. Wir sind beide schon mal auf gut. Heutige Post wurde zugestellt. Oh. Das ist natürlich noch was. Carla Wolfgang hat ziemlich gute Noten. Da Carla Wolfgang ziemlich gute Noten hat, wurde sie vor kurzem von ein paar Mitschülern gehänselt. Soll sie sich auf intelligente Art und Weise rächen oder sie ignorieren und hoffen, dass sie sich an andere konfrontieren? Sie ruhig mal. Wenn Raufbolde gute Argumente hören würden, wären sie keine Raufbolde. Okay, macht sie nur noch wütender. Du könntest gerade mal noch die Post holen. Stehst du auf? Conny? Stadt ist die Geekon. Meine Herren. Wenn Sims nur halb so verbuggt wäre, wäre das echt schön. Was ist mit dir? Dann könntest du eigentlich noch geschwind den Müll leeren danach. So, hat alles aus dem Briefkasten geholt. Kennen Sie Stipendien? Ja, kenne ich. So. Haben nun Wolfium. Ach so, das da. Gemüse. Und Kopfhörer. Du scheinst wieder Hunger zu haben. Traurig, weil keiner aufmerksam. Hier kriegst du aufmerksam. Über Lieblingstier reden, über Party reden, Lied singen, Kuss hauchen. Liebevoll umarmen. Und traurig wegen Töpfchenunfall. Jemine. Sie trägt wieder ihr Leibchen. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Irgendjemand hier, den wir kennenlernen könnten. Oh, ein Werwolf. Freundlich vorstellen. Jens Gunther Winter. Nein, wollen wir nicht.
Ist vielleicht ja unser nächster Papi. Mit Rory. Ne, den hatten wir noch nicht. Das ist gut. Kann man gerade dabei mal gucken. Ausgezeichnet. Gut. Level 3 der Fantasiefähigkeit erreicht. Warum kommst du mir nicht entgegen, Rory? Wenn ich mal so fragen darf. Rory Oaklow, eine junge Erwachsene. Ach, das ist eine Sie. Schade. Sonst irgendjemand hier? Ah. Sieht nicht so aus. Insgesamt eher überschaubar. Das ist auch eine Sie. Junge Erwachsene, ja. Profil öffnen. Wildfangs. Ja, ist aber. Ist eine Sie. Okay, für uns uninteressant. Ist auch eine Sie. Kerle sind ja Mangelware, ne? Da müssen wir wirklich wieder reisen. Ja, Lilly hat. Auf nach Hause, meine Liebe. Wieso heulst du auch wegen dem Töpfchenunfall? Mann. Geh mal da durchkriechen. Stell dich nicht so an. So, wir können mal kurz hier mal nochmal einen Blick riskieren. Also bei ihm, denke ich, funktioniert es, dass er die 1 kriegt. Mit ein bisschen Glück bei ihr auch. Was war das jetzt für ein Move? Erst da rein, da umdrehen, dann wieder zurück. Teile plündern. Ah ne, du nicht. Du. Teile plündern und dann wegwerfen. Wobei wegwerfen macht sie dann ja erstmal noch nicht, weil das landet dann ja hier irgendwo anders. So, wegwerfen. Tuning-Teile erhalten, dann muss sie aufs Klo. Und sie hat Hunger. Zwei Tage, fünf Tage. Ja, motzt du hier rum? Hör auf. Du hast Hunger. Essen heilt die Seele. Kannst davon mal einen nehmen. So, du kriegst auch schon wieder Hunger. Hol dir auch mal was. Ach so, warst du sowieso dran. Was ist mit dir? Windel? Schmutzige Windel wechseln. Aber sie isst immerhin erstmal was. So, die haben nicht mehr lang. Jawohl, er ist Einser-Kandidat. Oder er ist Einser. Und auch sie ist Einser-Schülerin. Halleluja! Wow! Das ging fix. Die ziehen das wirklich einfach mal so durch. An einem Tag. Dann können wir sie nachher wieder schwängern. Weil dann haben wir wieder Platz für zwei Kinder auch. Cool. Ein Tag. Das hatte ich.
Hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Also kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. Da ist die Windel. Hier ist Füttern angesagt. Die sind doch noch immer. Ja. Ja, sind beide noch. Sehr gut. Werden auch angespannt. Räum das mal weg, meine Liebe. Gute Noten. Einser Oberschülerin, Einser Oberschüler. Sehr gut. Sehr schön gemacht. So. Nein, 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 nein. Geburtstagskerzen geht nicht. Jetzt. Geburtstagskerzen hinzufügen. Du brauchst Spaß. Kriegst du. Du kümmer dich mal um das Kind. So. Kerzen auspusten. So. Dann darfst du hier auch Geburtstagskerzen hinzufügen. Er wird draußen älter. So. Achso, das war ja alles schon. Machen wir Familie. So, sehr schön. Dann kann er nämlich gleich raus. Die schenken ein Diplom erhalten. Ja, sehr gut. Sie jetzt noch und er kann, dann können wir die zwei nämlich rausschicken. Cool. Level 4 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. Bevor du abhaust, puste bitte die Kerzen aus. Auch dich wollen wir älter werden lassen, ne? Level 2 der Comedy-Fähigkeit erreicht. Sehr schön. Snurs. So. Auch sie hat den Abschluss. Sehr gut. Dann würde ich sagen. Wir müssen jetzt Welten verwalten, speichern und zu Welten verwalten gehen. Dann können wir die zwei nämlich ausziehen lassen. Dann haben wir Platz für andere. Und dann können wir in der nächsten Folge den nächsten Baby-Daddy suchen. Also Haushalte verwalten. Da sind wir richtig. Sims zwischen den Haushalten verschieben. Wen haben wir denn hier? Hier haben wir noch Platz. So, Carla und Karl. Die zwei darüber. Oh, da passen die, glaube ich, ganz gut rein. So, jetzt müssen wir wieder dahin. Sehr schön. Haben wir den nächsten zwei Kiddies draußen. Das freut mich sehr. Ja, und damit beenden wir dann, glaube ich, auch die heutige Folge, ne? Und, du kannst das hier gerade mal noch säubern. Auch der Inspektor ist da. Ja, damit beenden wir dann mal die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.